Auf dem Filmfestival Cologne zeichnet Phoenix den Filmemacher und Journalisten Radu Czarniczuk und seinen Film A Casa, My Home aus. Sein Dokumentarfilmdebüt ist ein poetisches und gleichermaßen provokantes Familienporträt. Man war mitten in der Natur, sah Kinder, die im Wasser spielten, einen Junge, der sogar mit seinem Mund einen Fisch gefangen hat und diesen dann auch fröhlich im Schwimmen im Mund behielt, was irritierende Bilder sind für jemanden, der ja sonst in der Zivilisation lebt. Nach einer kurzen Weile sah man dann einen Drohnenblick von einem Naturbild, was dann überging in die Stadt Bukarest, die komplett bebaut ist. Und dieser unglaublich große Kontrast zwischen diesem Naturreservoir und gleichzeitig gegenüber dann diese sehr, sehr eng bebaute Stadt zeigt schon mal die große Diskrepanz zwischen der eigentlich zivilisierten Welt und dem Leben der Roma, die eben vor der Stadt leben, in ihrem ganz eigenen Kosmos. Ich fand diesen Film besonders faszinierend, weil er einen Mikrokosmos zeigt, der aber gleichzeitig die ganz großen gesellschaftlichen Fragen stellt. Wie ist es eigentlich, wie gehen wir um mit Menschen, die anders sind? Dürfen, können, sollen wir die in unsere zivilisierte Gesellschaft integrieren? Oder dürfen wir das eigentlich gar nicht? Und das ist so eine große Frage, die dort ganz faszinierend über einen so langen, langen Zeitraum erzählt ist und die einem einerseits zwar dokumentatorisch ist, aber andererseits eben auch sehr ans Herz geht. Czarniczuks Film ist ein starkes Statement gegen Vorurteile, Diskriminierung und Rassismus. Mir war es sehr wichtig, eine Lanze für Toleranz zu brechen. Die Botschaft, dass wir durch Empathie zu einem Verstehen und einer Art Kenntnis kommen, die uns ermöglicht, offener zu sein, besser miteinander umzugehen, auch mit uns selbst. Das Besondere an dem Film A Casa, My Home ist für mich einmal das Thema. Da geht es ja vor allen Dingen um Vertreibung aus der Heimat. Und zum anderen ist das wirklich Besondere und Beeindruckende, dass der Regisseur sich so viel Zeit genommen hat und durch die Zeit einen ganz besonderen, ganz intimen Zugang zu einer Familie gefunden hat, die eben aus ihrem Naturparadies vertrieben wird nach Bukarest. Und als Zuschauer ist man besonders berührt, wenn man die Situation der Kinder sieht. Zu Phoenix passt der lange Dokumentationsfilm einfach gut, weil unser Anspruch ist es ja, das ganze Bild zu zeigen. Und genau das möchte der lange Dokumentationsfilm ja auch. Und es ist schön zu sehen, wie der Regisseur es in diesem Fall geschafft hat, sich Zeit zu nehmen und wirklich das Thema von allen Seiten zu beleuchten. Und das ist gerade jetzt in der Zeit, wo es ja doch immer mehr auf Schnelligkeit anzukommen scheint, ganz besonders und ganz besonders wichtig. A Casa, My Home wird demnächst auch im Phoenix-Doku-Programm zu sehen sein. Vielen Dank Ihnen allen. Ich widme den Preis dem letzte Woche verstorbenen Hauptdarsteller Jika Inake. I love you all. Thank you so much. Thank you.